Jo Freunde, was geht bei euch und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal vom zweiten Teil von Minecraft Vanilla Plus Modi, die Feed the Beast Vanilla Plus Modifikation. Letzte Folge haben wir, also in der allerersten Folge, haben wir mein Haus hier aufgebaut in Carpenter Blöckenstein. Ich habe gerade gesehen, hier ändern wir auch mal unsere Tür, nämlich... So haben wir die Tür. Sieht doch schön aus, oder? Haben wir hier so eine Glastür. Ja, das ist doch klasse, das sieht doch okay aus. So, aber was habe ich vor? Eigentlich habe ich jetzt vor, hier die Treppe nach oben zu bauen. Das heißt, ich brauche Carpenterblöcke. So, komm, mach mal so. So und so. So, und jetzt machen wir den hier. Zack. Und jetzt hier nach oben. Genau hier. Mal, glaube ich, hier dran. Nope. Geht nicht. Gut, dann, wenn wir es anders machen. Nämlich check, check, check. Check, check, check. So. Hop, hop, hop. So. So, so, so. Erste Treppe haben wir mal. Dann, wo ist der Carpenter? Hier ist der Carpenter. So. Gucken wir uns das mal an. Von außen. Ja, sieht jetzt noch nicht so schön aus. Aber das Schöne, das kommt noch, Leute. Das kommt noch. Jetzt muss ich hier natürlich erstmal auch wieder jede Menge Carpenterblöcke bauen. Weil... der Boden darf nicht fehlen. Aber, doch, ich fange schon mal mit dem Boden an. Ach, ja, stimmt ja, die Wand, da war ja auch noch was. Das muss ich ja so bauen. Gut, dann baue ich halt so. Wie auch immer. Finde ich geil, damit das geht. So, dann pflanzen wir hier mal ein bisschen an. Ein oder andere Bäumchen hier. Mal da eins, mal hier eins, dann mal hier und hier und da noch eins. So, das Bäumchen nehmen wir noch mit. Weil ich möchte ja, wie ich in der ersten Folge gesagt habe, mein komplettes Haus einfach aus Carpenterblöcken bauen. Ja, weil Carpenter ist eigentlich perfekter Anfang, sag ich mal, für ein schnelles Haus, sage ich jetzt einfach mal. Also meiner Meinung nach, weil das geht einfach so schnell. Seht ihr ja, erste Folge... Carpenterblöcke. Und schon haben wir so eine kleine Hütte hier. Ist zwar noch nicht ganz fertig. Aber, das kann noch werden. Hier 5 Holz. So. Machen wir mal hier Hälfte. Machen neue Carpenterblöcke. Halt, so. Bleiben 4 Stück. Zack, neue Carpenter. 25 neue. Kann man sehen lassen. Ja, kann man so bauen. Boden, Boden, Boden. Einfach nur Boden klatschen. Das machen wir dann mit dem Hammer. Wie machen wir das mit dem Hammer jetzt? Carpenters Hammer. So. Ne, das sieht doch blöd aus. Machen wir es so. Ha, egal, egal, egal. Wird schon irgendwie... passen. Hoffe ich doch sehr. Ah, machen wir das halt wieder alles so, wie es war. Was soll denn daran noch so schlimm sein? So. Was daran so schlimm sein soll? Ja, weil ich jetzt hier jede Menge zu tun habe. So. Das war schon. Da müssen wir jetzt... oh. So lange wird, glaube ich, mein Hammer schon gar nicht mehr halten. So viel habe ich hier noch zu tun. Naja, das kann ich ja offscreen machen. Jetzt habe ich aber erstmal von außen schon mal die ersten Reihen gemacht. Oder zumindest mal die erste Reihe hier. Jetzt schauen wir mal, wie das dann aussieht. Ja, okay. Okay. So. Aber wir machen oben weiter jetzt am Boden hier. So.
Dann so. Warum mache ich alles aus Carpenter? Das wissen die meisten schon. Genau, weil das einfach schneller geht. Es geht einfach viel schneller und ist viel einfacher. Weil du kannst jetzt einfach, wenn du möchtest, hier einfach Blöcke reinsetzen und schwupp, das Ding nimmt's an. Ich gucke mal gerade, ich kann ja auch irgendwie hier noch ändern. Ich kann ja irgendwie hier noch was ändern. Nope. Irgendwas war es. Die Tür konnte ich noch ändern, ja. Damit sie sich andersrum dreht, aber das will ich ja gar nicht. Was denn? Ja, gut. Jetzt ist dunkel. Was soll man machen? Naja. Gucken wir weiter in der Kiste. Was haben wir noch so zum Bauen? Gar nichts. Einfach nichts. So, ich mache mal hier den da. Hopp. Hopp. Die nächsten 20. Ich muss mir jetzt auch merken, dass ich nur hier baue. Weil das wird ja noch hier ausgebeult. Zack, zack, zack. Hopp, hopp. Seht ihr mal, so sieht das jetzt alles ausgebeult aus. So. Schon sieht das irgend. Das kann man nicht lassen, nee. Ah, keine Ahnung, keine Ahnung. Das sieht irgendwie nicht. Das hat. Anfangs hat das sehr gut ausgesehen. Aber dann, ja, dann kam halt wieder meiner durch und hab gesagt, nein, das sieht nicht so toll aus. Das müssen wir ändern. Und jetzt haben wir es wieder geändert. Oh ja. Jo Leute, und willkommen zurück nach dem Cut wieder in der Vanilla-Modifikation. Ich weiß immer noch nicht, in welcher Farbe ich mein Haus machen soll. Das ist schon mal das Erste, was mir direkt einfällt. Weil ich einfach keine Ahnung habe, welche Farbe das Haus jetzt bekommen soll. Also aus welchen Materialien es besteht. Nee. Kein Dreckhaus. Nein, nein, nein. Das nehme ich nicht. So, ich brauche erstmal wieder eine Axt. So, das heißt, den hier machen. Und diesmal eine Eisenaxt. Die hält länger. Aber ist jetzt auch nur notgedrungen so. Joho. Hä? Ach, wollte schon sagen, ne? So. Guck mal, da ist schon der erste Baum gewachsen, den ich angepflanzt hatte. Der wird auch direkt wieder platt gemacht. Dü, 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 dü. So. Platt ist er. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter und schnappen uns die nächsten Bäume. Und die nächsten Büsche. Weil Büsche sind unser Essen. Sag ich jetzt mal. So habe ich es bis jetzt immer gemacht. Alter, wie viele Items. So. Ich kann ja mal schauen, ob es den hier gibt. Jawohl, ihn gibt es. Den Juicer. Deshalb sage ich, sind Büsche erstmal unsere Essensquelle. Jetzt lag es ein wenig. Das hat der PC so ab und an mal. Aber das fängt sich schnell wieder. Oh, geil, wenn so viele Büsche auf einmal da sind, ist das Hammer. Einmal alles hier mitnehmen. Ist noch irgendein Baum? Was ist das? Walnuss? Ne, Papaya. Aha. Also hier gibt es einiges in dem Modpack. Was mich auch sehr freut. Also ich habe jetzt eins genommen mit recht wenig Mods, das recht wenig Anforderungen hat, also keine hohe RAM-Anforderung. War schwer zu finden in Feed the Beast, weil da sind die meisten. Ah, lass mich denken. Ah, bei. Ach. Ah, okay. Bei 150 Mods, sowas in dem Dreh. 150, 200 Mods. Und das braucht halt schon seine Anforderung. Hier? Naja. Das ist schon eher wenig, weil das sind keine 100 Mods drin. Und deshalb braucht das so wenig und deshalb umso mehr Leistung hat der PC am Ende. Also umso mehr Freiraum, umso mehr Leistung kann er generieren. Und das heißt, flüssigeres Bild für euch. So, jetzt erstmal hier alles aufsammeln, dann. Was das hier ist? Auch wieder Essen oder was? Ach geil, es ist wieder Essen. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Ach, guck doch mal, der nächste Baum ist direkt gewachsen.
Nehmen wir auch direkt mit. Jupp, jupp. Na komm. Hopp. Und jupp. Okay, immerhin 3 Zepplinge rausgekommen. Wieder über einen Stack Zepplinge jetzt schon. Und diesmal gibt es kein ME-System, glaube ich. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Ich kann mal kurz nachschauen, ob es ein ME-System gibt oder nicht. ME. ME. Controller. Nein, es gibt kein ME-System. Das heißt, wir werden mit Kisten sortieren, Leute. Mit Kisten. Also Blackberry Büsche 9 Stück. Gehe ich mal hier hinten in meinen Buschgarten. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das wären Blackberries. Das hier sind Raspberries. Perfekt, Leute. Perfekt. So, habe ich hier die Spitzhacke? Jawohl. Weil ich muss jetzt erstmal in die Höhle, muss mir Steine holen. Ach, guck mal, hier sind noch mehr Blackberries. Nehme ich natürlich direkt mit. So, ich brauche noch das ein oder andere kleine Steinchen hier. Oh, essen. Mit Kiwi und ach, wie schön. Hey, die Mod ist so geil. Ne, die überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Jetzt muss ich aber erstmal wieder das Löschlein finden. Da ist es. Da ist das Löschlein. So. Hier muss ich jetzt mal nämlich mal so ein, zwei Steinchen klauen. Ah ja, hier buddeln wir uns halt dann direkt in die Höhle rein. Was ist daran so schlecht? Ha? Zack, hopp, hopp. Ja, das dürfte mal reichen. Oder? 12 Stück. Ja, das reicht. Brauche ja eigentlich nur 3, aber... Naja, wer weiß, für was ich noch Steine brauche. Hopp, hopp, auf nach Hause. Baum fällen. Jum, ju, 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 ju und ju. So, jetzt erstmal dann die Blackberries noch anpflanzen. In meinem kleinen Blackberry-Garten. Oh, da muss ich hier einiges wegmachen. Ach, wie schön. Ach, wie schön das wird, Leute. Das wird eine schöne Quelle geben. So, 3 Stück. Dann hier 51 Holz. Liebe Leute, 51 Holz. Batsch, davon können wir mal hier einen halben Stack zu Stöcke verarbeiten. Machen die Stöcke hier außen rum. Hier die auch noch außen rum. Und hier die auch noch außen rum. Blöd. So. No, es passt schon nicht. Das heißt, einmal alle wieder raus. Kommando zurück. Also die hier, so, dann die hier, so. Und das hier in der Mitte. So, das dürften genug Carpenter sein. Auf jeden Fall sind das genug Carpenters Blöcke. Ja, ja, das reicht auf jeden Fall. Auch für die erste Mauerreihe, denke ich. Zack, so, hier geht's dann hoch. Hier ist dann noch eine Mauerreihe. Alter, jetzt habe ich mich schon... Ach, egal. Carpenter ist halt anders. Muss ich mich halt ein bisschen umgewöhnen. Zack, so. Das reicht aber nicht für eine weitere Mauerreihe, richtig? Richtig, das reicht nicht für eine weitere Mauerreihe. Was baue ich denn hier? War natürlich wieder alles falsch. Hier ist es. So. Hier spielt die Musik. Genau, hier ist die Mauer. So, das war's schon. Aber das Haus so langsam beginnt. So langsam beginnt's. Carpenter. Kann er die hier machen? Die brauche ich nämlich fürs Dach. Leute, die brauche ich fürs Dach. Eieiei, das wird witzig. Das wird wirklich really witzig. Aber, naja. Wir werden es schon meistern. Wir werden es meistern. Hoffe ich mal. Kann nämlich keine hundertprozentige Garantie geben, dass wir das hundertprozentig auch tipptopp meistern. So, dann machen wir jetzt mal den hier. So, jetzt haben wir einen Juicer, Apfel. Und schon haben wir ein wenig unsere Essensquelle gesichert, Leute.
gibt's denn hier eigentlich alles? Das gibt's auf jeden Fall. Den brauche ich noch. Dann gibt's den hier auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich kann mal alles durchprobieren. Jawohl. Jawohl. Yes. Jawohl, Leute. Wir haben jetzt unser Essen. Safe. Jetzt geht das erstmal ab. Wie in Feed the Beast in Finne World damals. Also ernähren mit Juice. Ja, mit Säften ernähren. Oh, irgendwas wollte ich jetzt machen. Genau, Carpenter weitermachen. Ja, komm, dann nehmen wir nochmal so. Machen wir nämlich mal ein paar Carpenter hier mehr. Hopp, hopp. So, und schon ist mein ganzes Holz wieder weg. Aber immerhin zwei Stacks Carpenter. Und damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Also auf jeden Fall mal einen Teil der Mauer hier machen. Nicht komplett, das kann ich schon im Voraus sagen. Aber immerhin schon mal ein Teil. Schaut mal, wie geil das wird. Ich mach mal einen Balkon später. Ich hole mal, bevor ich hier weitermache, hole ich jetzt erstmal den Chisel. Chisel? Nein, bau dich ab hier. Jum. Chisel. Wow. Ich muss jetzt nochmal überlegen, was kann ich nochmal mit dem Carpenter's Chisel hier machen? Ach, keine Ahnung, da werde ich jetzt nochmal. Da werde ich nochmal schauen. Huch, das war ein bisschen schnell. So. Dann hier. Ich möchte ja hier oben ein Fenster drin haben. Passt soweit. Dann muss ich mir hier mal was überlegen. Da muss ich mir hier wirklich jetzt was überlegen. Das sind 5. Dann mache ich hier genau. Kann auch nur mir passieren. So, auf wieder nach oben. Dann hier. So, das haben wir jetzt mal so geregelt. So, hier kommen dann zwei Fenster rein. Hier kommt ein großes Fenster rein. Und ja, jetzt wird erstmal hier schön gebaut, 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 gebaut. Bis es auch wirklich passt. Hier kommt ein Fenster rein. Das kann auch wieder nur mir passieren. Das ist schon. Oh, ist das ein geiler Aufbau. Das besteht jetzt übrigens alles aus Carpenter, ne? Wer es noch nicht gesehen hat. Alles Carpenter-Blöcke sind halt wie normale Blöcke, nur dass man die noch auffüllen kann. Das ist besonders an denen. So, ich weiß, das wird nicht jedem gefallen, dass ich mein komplettes Haus jetzt erstmal aus Carpenters baue. Aber es ist für mich auch erstmal nur eine Notlösung. So, hier kommen dann die Fenster rein. Jawohl. Hier drüben überlege ich mal noch, wo kommt denn da ein Fenster hin? Bliblablub. So, jetzt aber erstmal raus hier. Und erstmal gucken, was gibt's denn hier so Feines an Tiere. Ich bräuchte Schafe, am besten 3. Da drüben sind Schafe. So, ein Blackberry-Busch nehme ich mit. Wow! Meine Güte, das ging jetzt aber flott hier. Hab gemeint, jetzt renne ich erstmal 80 Jahre in der Weltgeschichte rum. Nein, ich finde einfach direkt Schafe. Instantly. Ich weiß, ich hätte mir jetzt auch eine Schere machen können. Ja, ich hätte nicht töten müssen. Bla 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 bla. Aber, ich habe jetzt gerade keine Schere zur Hand, Leute. Deshalb habe ich sie mal so gekillt. Jetzt können wir nämlich hier den machen. Hier den. Hier den. So, jetzt haben wir ein Bettchen. Das kommt schon mal hoch. Weil das Bettchen, Bettchenraum kommt hier hin. Das ist nämlich so eine süße Ecke, ohne Fenster, ohne alles. Und da kommt das dann hin. So, wieder hell. Jetzt haben wir auch einen Spawnpunkt hier oben. Gucken wir mal, 4 Kohle, die Kiste.
Ich mache mal neue Kisten, sicherheitshalber. So. Kommt direkt daneben. Und ich werde so langsam mal Items farmen. Was für welche? Na, das gucken wir mal. Was mir denn halt gut gefällt an Blöcken technisch fürs Haus. Müssen wir auch mal schauen. Gibt's denn hier sowas wie Marble? Jawohl. Ich habe mir überlegt, nämlich das Haus aus Marble zu machen. Dann gibt's doch bestimmt auch einen Chisel. Nicht den Carpenter's Chisel, sondern den richtigen Chisel. Genau. Ja, den brauche ich. Ein Stick, ein Eisen. Gut, dann hat sich das eigentlich schon geklärt hier. Muss hier und da noch ein paar Items sammeln, aber das kann ich hier offscreen machen, Leute. Weil ich glaube nicht, dass ihr mir jetzt unbedingt zu 20 Jahre beim Farmen zuschauen wollt. Deshalb offscreen wird das dann gemacht. So. Ich habe hier ganz vergessen, damit die Bäume so fallen. Ach ja. Ich finde die Mod einfach so geil. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, aber die Mod ist einfach so geil. So, und ich finde, das wird ein geiles Projekt, Leute, würde ich mal sagen, Alter. So, einmal da rein. Lass mich rein hier. So, also ich brauche jetzt ein Eisen. So, ein Eisen haben wir, einen Stock haben wir, einen Chisel haben wir. Jetzt gucken wir erstmal, was kann ich denn aus dem Holz hier alles machen? Was kann ich aus dem Holz alles machen? Weil ich will den Boden jetzt, weil ja, wenig Antworten kamen oder eigentlich gar keine, möchte ich jetzt den Boden so aussehen lassen. Gucken wir erstmal so. Jetzt gucke ich erstmal von oben. Na, das passt irgendwie gar nicht. Das passt gar nicht zu meinem Stil. Deshalb gucken wir mal weiter. Ja, jetzt muss man halt ein bisschen rumprobieren. Was passt denn? Ich probiere mal das hier. Hinten. Ja, Leute, das passt ja tausendmal besser. Finde ich mal. Also ich finde, das passt jetzt richtig, richtig. Das passt einfach. Das passt jetzt auch einfach zu meinem Stil. So wie ich das Haus halt bauen möchte. Das passt wie angekündigt. Gossen. So, das heißt, wo ist denn mein Stil hin? Na, bin ich jetzt gerade ein bisschen zu blöde? Da? Sieh. So, dann fangen wir schon mal an mit dem Boden oben. Schaut euch das an, wie geil der wird. Alter, das nenne ich mal einen geilen Boden, oder? Jawohl, das ist ein geiler Boden, Freunde. Aber die Folge ist auch gleichzeitig schon jetzt zu Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen von dem Vanilla Modi Teil 2. Lasst ein Like da, wenn ja, abonniert mich auch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt einfach das Glöckchen nebendran. Ich verabschiede mich von der Folge. Vanilla Plus, die Feed the Beast Vanilla Plus Modifikation. Ciao.